Diese Sendung widmet Ihnen Military Partner. Ihr Partner für Militär, Jagd, Outdoor, Agrar, Freizeit. Einsatz, das Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Hallo und herzlich willkommen bei Einsatz, unserem Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und die Blaulichtorganisationen. Wir melden uns heute vom Kommando Luftunterstützung aus Hörsching. Wir stehen vor einer aufgerüsteten oder von einer Kampfwert gesteigerten AB-212. Aber wir bleiben nicht nur beim klassischen Arbeitspferd unserer Armee, sondern wir gehen auch nach Aigen und dort ist der Leonardo, ein neuer Hubschrauber unseres Bundesheeres. Mit ist dabei auch der Blackhawk, der in Langenlebern steht. Das funktioniert auch bei Nacht, also mit Night Vision Goggles, sodass wir eben nicht abgelenkt sind, um hier die Werte zu beobachten, sondern einfach den Blick draußen halten können und das seitlich, wenn wo eine Feuerquelle ist oder sonst Überwachungsaufgaben, Löschaufgaben, kann man dann dementsprechend fliegen, ohne abgelenkt zu sein mit dem Blick ins Cockpit rein. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und das hat sich sehr bewährt. Es ist eine analog-digital-Schnittstelle. Da beneiden uns sogar die Israelis inzwischen drum. Sie sind Kommandant der Luftunterstützung, die hier in Hörsching stationiert ist. Für Sie war jetzt Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Ja, wir haben das Glück, dass im Dezember 2022 der erste Leonardo-Hubschrauber aus Italien überstellt wurde und offiziell eingeführt wurde beim Bundesheer. Diese Woche kommt der zweite und ja, es ist fast wie ein Frühlingserwachen. Vielleicht ein paar technische Daten zu dem Hubschrauber? Ja, der Hubschrauber ist an sich für bis zu 10 Personen an Bord gebaut, hat ungefähr 1250 PS, aber das mal zwei. Und ist dementsprechend um einiges schneller als das Arbeitspferd, das da hinter mir steht, aber auch als der Alloy 3, die er ersetzt, ungefähr 152 Knoten, das sind übersetzt ca. 270 km/h schnell kann er fliegen und von Wien nach Vorarlberg mit einem Tank. Wir verraten jetzt keine militärischen Geheimnisse, aber wie viele Hubschrauber vom Typ Leonardo werden Sie dann in Aigen und in Langenlebern haben? Ja, insgesamt ist vorgesehen, 36 Hubschrauber zu beschaffen. Davon sollen 12 an die Schule gehen und 24 zu den Einsatzverbänden des Kommando Luftunterstützung. Kann man den Hubschrauber, den Leonardo, wenn es eine schwierige Situation gibt, auch bewaffnen? Ja, er wird mit sogenannten Missionseinrüstungspaketen ausgestattet, wo wir dann jeweils Waffenträger mit ungelenkten Raketen und Bordkanonen haben werden. Es gibt aber auch Neuigkeiten beim größeren Arbeitspferd, das sich ja bis dato bewährt hat, auch bei schwierigen Einsätzen im In- und im Ausland, über den Blackhawk. Ja, der Blackhawk, der durchläuft gerade ein sogenanntes Avionics Exchange Programm. Kannst du dir das vorstellen? Es werden die Schirme ausgetauscht auf neue, bunte, farbige Bildschirme. Es wird die Software im Flugmanagementsystem angepasst und modernisiert. Und wir sollen drei zusätzliche Hubschrauber bekommen, um die Staffel mit 12 Stück voll zu machen. Sie haben auch ein Flächenflugzeug in Ihrem Kommando? Ja, die Pilatus PC-6, das Arbeitspferd im Propellerbereich, das ebenfalls in Langenlebern stationiert ist und hauptsächlich für Feuerlöschen, für Aufklärungsflüge, aber auch für die Zieldarstellung für die Fliegerabwehr verwendet wird. Und der große Viermotorige? Die Herkules, die haben wir hier einen Hangar weiter in Hörsching stationiert. Drei Stück, die ja jetzt erst in den letzten Wochen sehr prominent mit den Flügen in die Türkei im Fernsehen auch zu sehen waren. Auch in Schwaz in Tirol ist ein Hubschrauber Stützpunkt unseres Bundesheeres. Und dort steht momentan eine Alouette 3, aber zeitweise auch diese AB-212. Und was der Kitzbüheler Bürgermeister zum Einsatz unseres Bundesheeres im Assistenzfalle sagt, sehen Sie in diesem Beitrag. Das Hahnenkammrennen hat viele kleine Helferlein, aber große Helferlein sind die Heinzelmännchen des Bundesheeres. Wie stolz sind Sie, dass unsere Armee, unsere kleine Friedensarmee, so kräftig hier mitarbeitet in Kitzbühel? Ja, gerade in Kitzbühel sieht man wieder, wie wichtig das österreichische Bundesheer für Großveranstaltungen ist, für natürlich Ereignisse im negativen Sinne für Katastrophenereignisse und im positiven Sinne, dass sie uns hier ganz eine wertvolle Assistenz beim Hahnenkammrennen liefern. Das ist nicht nur die Assistenz an sich, sondern auch die Bereitschaft im Extremfall. Und es kann sein, dass ein Tag vor dem Rennen über Nacht ein Meter Neuschnee kommt und da müssen dann alle Hände und Füße angepackt werden und da läuft es ohne den Bundesheer gar nicht. Also das ist extrem wichtig. Und dann kommt natürlich aber auch der Vorteil dazu, dass unweit von Kitzbühel in Schwarz nur ein Hubschrauberstütz Punkt ist und dementsprechend natürlich auch die Schlagkraft des österreichischen Bundesheeres hier für uns und für das Hahnenkammrennen dann entsprechend gewährleistet ist. Der Bürgermeister aus Kitzbühel lobte bei einem letzten Besuch
den Hubschrauberstützpunkt in Schwarz, beziehungsweise auch die Assistenzeinsätze des Bundesheeres, seien es quasi Infanterietruppen beim Bretteln, beim Schneeniederbretteln, aber auch bei schwierigen Einsätzen im Gebirge, wenn es zum Beispiel eine Lawinenkatastrophe gibt. Wie sind Sie gerüstet? Gibt es auch in Vorarlberg demnächst eine Organisation des Bundesheeres, wo ein Hubschrauber stationiert sein könnte? Ja, nachdem wir immer wieder Probleme haben und dann aus Wettergründen, wenn es schlecht Wetterfronten gibt, über den Arlberg zu kommen, beginnen wir heuer mit dem Ausbau der Walkau-Kaserne in Bludesch, wo ein Hangar dementsprechend für die Unterstellung für Hubschrauber im Winterhalbjahr vorgesehen ist. Über das neueste Gerät haben wir bereits gesprochen, aber es gibt auch eine Mission vorwärts und Personal ist unheimlich wichtig, aber auch die Unterkünfte für das Personal sind sehr, sehr wichtig, weil Motivation für Soldaten ist alles. Wie sieht es hier mit der Mission Vorwärts beim Militärkommando Oberösterreich aus? Wir sind schon im Vorwärtsgang. Die Mission Vorwärts wurde jetzt ausgerufen, aber tatsächlich läuft sie schon seit einem Jahr. Und jetzt werden wir auch sehr viel sehen, was jetzt auch zu erkennen ist und offensichtlich wird, wenn wir jetzt die Gebäude bauen, Infrastruktur herrichten und wenn neue Waffen und Geräte herkommen. In Ried gibt es die 10er-Kaserne. Kriegt der Ulan dort ein neues Dach? Der Ulan kriegt dort ein neues Dach, ein neues Zuhause, neue Werkstätten und ein großartiges, renovierte neue Kaserne, wo motiviertes Personal drinnen ist, das sich dann um den Ulan kümmern wird und den auch besetzen wird und mit denen dann fahren wird. Das Heereslogistikzentrum in Wels versorgt unsere Armee bei allen Einsätzen im In- und Ausland. Das Heereslogistikzentrum unter Oberst Kaser ist ja eine beliebte Institution. Bei unseren Soldaten wird es da auch was Neues geben. Da gibt es auch was Neues. Dadurch natürlich, dass wir jetzt neues Gerät bekommen, sind auch viele Ersatzteile notwendig, die wir vorrätig halten müssen. Und da wird in Wels ist geplant ein großes Logistikzentrum für das Bundesheer. Wie schaut es aus bei den Sporteinrichtungen? Hier in Hörsching zum Beispiel geht uns eine Sporthalle ab, die schon seit vielen Jahren geplant ist. Und da hoffen wir halt doch, wenn jetzt die Finanzierungsoffensive ist und die Mission vorwärts, dass für das Personal und somit auch für die Sporthalle und für die Sportgeräte dadurch etwas umgesetzt werden kann. Und von Linz-Hörsching übersiedeln wir kurz in die Nachbarstadt Wels. Dort ist die Hessen-Kaserne. Dort stehen an die 50 Leopard 2 A4 und diese werden kampfwertgesteigert. Und dazu ein Interview mit dem Oberst, mit dem Kommandanten des Panzerbataillon 14, Oberst Jörg Lodrold. 1500 PS, 80 km/h schnell im offenen Gelände. Ich sage immer, das ist das beste, der beste SUV, den es gibt, ist ein Leopard 2A4. Das macht natürlich viel von der Faszination aus, aber ich denke auch, dass das Zusammenarbeiten am Kampfpanzer, die Abstimmung zwischen Fahrer, Richtschütze, Kommandant, Ladeschütze, diese Teambuilding, ein ganz entscheidender Faktor ist. Und wir sind halt viel unterwegs, machen viele Übungen und das ist das, was man ja erleben will, wenn man zum Bundesheer geht. Und wir sind halt weiter das schwere, mechanisierte Rückgrat der Landesverteidigung. Von den 48 Kampfpanzern sind die einsatzbereit, die wir zur Ausbildung brauchen. Der Kampfpanzer Leopard 2A4 stand 1990, damit schon etwas in die Jahre gekommen. Es gibt natürlich neue Technologien, die man in diesen Panzer ohne weiteres einbauen kann. Es geht hier vor allem darum, die Turmhydraulik, also die Bewegungsfähigkeit des Turms, vom Hydraulikantrieb auf den elektrischen Antrieb umzustellen. Es gibt natürlich schon bessere Sichteinrichtungen, sowohl für den Richtschützen als auch für den Kommandanten, wo wir ein zweites unabhängiges Wärmebildgerät gerne hätten. Und natürlich auch der Fahrer mit seiner Sicht ist etwas eingeschränkt. Hier ist der Stand der Technik, dass er ebenfalls einen Restlichtverstärker mit einem Wärmebild gemischt hat und dazu auch noch eine Rückfahrkamera, die uns derzeit fehlt. Vom österreichischen Bundesheer gehen wir zur österreichischen Exekutive. Tankstellenüberfälle sind zwar in Oberösterreich weniger geworden, trotzdem ist die Polizei, aber auch die Tankstellenbetreiber sind gerüstet. Und dazu sprachen wir mit dem Landespolizeidirektor, Stellvertreter Alois Lissel und mit dem Geschäftsführer der Dopplergruppe, Herrn Bernd Zierhut. Wir stehen heute vor einer beliebten Tankstelle. Wenn man so die letzte Zeit vergleicht, hört man oder sieht man, dass Tankstellen immer wieder überfallen werden. Wie ist hier die Aufklärungsquote und welche Maßnahmen gibt es präventiv, dass sowas verhindert wird? Ja, es ist richtig. Vor 10 Jahren wurden im Jahr durchschnittlich noch 10 bis 15 Tankstellen überfallen. Im letzten Jahr bzw. vorletzten Jahr reduziert sich das Ganze schon auf eine Tankstelle im Jahr bzw. drei Tankstellen im Jahr.
Und der Hintergrund ist, es wird seitens der Tankstellenbetreiber sehr viel in die Sicherheit investiert. Welche Maßnahmen setzen Sie als Tankstellenbetreiber, einer der größten hier in Österreich? Ja, Tankstellensicherheit ist für uns bei Turmhöhl ein ganz ein wichtiges Thema. Es hat ja in der Vergangenheit viele bewaffnete, aber auch nicht unbewaffnete Überfälle auf Tankstellen gegeben. Wir haben unser Personal, und da geht es insbesondere um die Kassiere, intensiv geschult, nämlich wie verhalte ich mich in so einem Extremfall, wie verhalte ich mich richtig in dem Zusammenhang und welche Maßnahmen sind unmittelbar, wenn der Täter dann die Tankstelle verlassen hat, zu ergreifen. Gerade im Großraum Linz wurden Sie ja mehrere Male überfallen, also Ihre Tankstellen überfallen. Und wie ist die Zusammenarbeit mit der Polizei hier in Oberösterreich? Ja, also was die Zusammenarbeit mit der Polizei betrifft, kann ich da wirklich ein großes Lob unseren Sicherheitsbehörden aussprechen. Wir kooperieren ganz eng in dem Zusammenhang, versuchen sie auch zu unterstützen. Es gibt ja auch gewisse Abwehrmaßnahmen an der Tankstelle selber. Man denke nur an die Videoaufnahmen, die im Prinzip 24 Stunden, 7 Tage lang an mehreren Positionen im Prinzip vorhanden sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind glücklich über die hohe Aufklärungsrate in dem Zusammenhang und sehen auch in letzter Zeit eigentlich hier eine Tendenz, dass solche Übergriffe nicht mehr stattfinden. Wird durch den Streifendienst, mobile Streifen oder Kriminalstreifen auch hier immer wieder nachgeschaut, ob bei der Tankstelle es in Ordnung ist? Wir haben den Streifendienst intensiviert. Wir sind ja in der Streife besonders stark. Wir wollen nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auf den Dienststellen verweilen, sondern wir haben den Sektorstreifendienst, wir haben die Bereitschaftseinheit, die tatsächlich auch in der Nacht rund um die Uhr auf der Straße im Einsatz ist. Und da werden natürlich diese Tankstellen als kritische Infrastruktur besonders überwacht. Und das verhindert auch natürlich, oder das schreckt ab. Verhindern können wir es nicht, aber es schreckt ab. Sie haben nicht nur dankbare Preise, sondern sind auch dankbar, dass die Polizei so aktiv ist und Sie doch massiv unterstützt bei der Aufklärung. Ja, das kann ich jetzt nur wiederholen. Also Turmhöhl steht ja für dankbare Preise und wir sind äußerst dankbar in dem Zusammenhang bei der Polizei, bei ihren Aktivitäten, um die Sicherheit an den Tankstellen zu erhöhen. In nächster Zeit bei XY ungelöst gibt es keine gravierenden Tankstelleneinbrüche, wo man Täter sucht. Es gibt natürlich immer wieder Versuche, weil die Täter es erhoffen und glauben, hier können sie leicht, schnell Geld machen, aber in Wirklichkeit ist die Situation anders. Die Tankstellen sind besonders geschützt, sind besonders überwacht und sollte tatsächlich ein derartiger Fall eintreten, ist mit Hilfe der Überwachungsbilder doch eine relativ rasche Aufklärung immer möglich. Und nun werden wir etwas nostalgisch. Bis 1990/91 gab es hier in Österreich die Raumverteidigung nach dem Konzept des General Spanocke. Und wir besuchen in diesem historischen Beitrag eine Raumsicherungszone inmitten Österreichs. Nun, 40 Jahre nach dem damaligen Kalten Krieg, stehen noch immer desarmierte Verteidigungsanlagen der ehemaligen Raumverteidigung in Österreich. Im damaligen Kalten Krieg zwischen Ost und West hat Österreich ein geheimes Netz von Bunkern, Stellungen und Sperren errichtet, die in Schlüsselzonen unterteilt wurden. Sie sollten dem kleinen, neutralen Land einen Angriff und Durchmarsch durch fremde Truppen ersparen. Ja, wir sind jetzt übrigens jetzt auf der anderen Seite von dem Bunker, wo eigentlich die Gefechtsrichtung ist. Gefechtsrichtung dem Tal da. Ich weiß nicht, ob man da jetzt ein bisschen durchsieht durch die Bäume. Es war eben so ein Boss und Feindrichtung war jetzt auf uns zukommend praktisch von dieser Richtung. Und der Bunker hat das ganze Tal da abgedeckt wahrscheinlich, ne? Okay, du stehst jetzt praktisch auf dem Panzerturm, oder? Ja, da müsste da sein, ja. Okay, also da war der Panzerturm. Da ist glaube ich auch was. Okay. Und er hat jetzt gemeint, dass das einfach zur Stabilisierung. Und das ist eigentlich das Logischste. Ja. Die haben da die ganze Wand stabilisiert. Ja. Das heißt, wenn da die Wand getroffen worden war von feindlichem Beschuss, dann war das nicht einfach auf den Turm runter und hätte den Turm blockiert, sondern der Turm hätte da ungehindert weiterschießen können. Ne. Und da ist das alte Tunnelportal, das haben sie zugeschüttet. Ne. Das ist komplett zugemacht.
Und da ist die feste Anlage gebaut. Ja. Das ist schon eine geile Anlage, gefällt mir. Die Idee des Raumverteidigungskonzeptes basiert auf dem legendären General Emil Spanocki. Entlang von wichtigen Bewegungslinien sollten tiefgestaffelte Sperren einen Angreifer, der mit einer Überzahl von Panzern angreift, zum Stehen zu bringen. Diese Sperren wurden von Bunkern überwacht. Über 500 feste Anlagen mit Panzertürmen verschiedener Kaliber, Entschlüssel- und Raumsicherungszonen sollten einen Durchmarsch feindlicher Kräfte durch Österreich verzögern bzw. aufhalten. Tausende Stecksperren, Panzerigel, Flammtassen, Sprengstollen und Sprengkammern waren das Rückgrat der Spanocki-Doktrin. Ein maßgeschneidertes Konzept für das neutrale Österreich. Sagte man dieser Abhaltewirkung in den 1990er Jahren zu früh Ade? Die heutige Kriegslage in Europa zeigt uns, dass eine Aktualisierung des damaligen Systems in modernerer Form wahrscheinlich doch angebracht wäre. Und wenn Sie jetzt in nostalgische Gedanken verfallen sind, das Bunkermuseum am Burzenpass sperrt Mitte Mai wieder auf. Das war Einsatz, unser Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und die Blaulichtorganisationen. Mit einer neuen Sendung sehen wir uns wieder in 4 Wochen. Für heute sage ich danke fürs Zusehen und bleiben Sie auf diesem Kanal. Diese Sendung widmete Ihnen Military Partner, Ihr Partner für Militär, Jagd, Outdoor, Agrar, Freizeit.